So, und schon geht's weiter bei Resident Evil Zero. Erstmal kurz das Fahrband hinlegen. Ich muss jetzt nochmal ein bisschen zurückrennen. Ich glaube, den Mikrofilm... geht das oder muss ich... Nee, passt schon. Den lasse ich aber hier liegen. Billy, ja, soll man die Schrotflinte behalten? Dann kriegt Rebecca das Kraut, das kann sie... Ach nee, genau, da haben wir ja gesagt. Da war noch ein anderes Kraut, genau. So, wohin wollte ich gleich wieder? Scheinbar auf die Map glotzen. Genau, zurück in die Haupthalle und dann von mir aus rechts. Wo ja die Treppen sind. Genau, da brauche ich ja Billy. Sonst kommen wir nicht weiter. Ja, und ich spiele jetzt schnell mal. Bin mir jetzt nicht sicher, was unter dem Käfig gleich wieder ist. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber das finden wir eh dann gleich raus. Also, es war jetzt da lang. Und durch die Tür. Jupp. Ah, da ist nämlich noch eine andere Tür. Ich glaube, da schaue ich erstmal da rein. Der Käfig kann warten. Das ist jetzt nicht so schlimm. Hier. Genau. Gucken wir mal, was uns da drin so erwartet. Haufenweise Zombies. Wahrscheinlich. Nein! Scheiß Insekten! Herze. War vielleicht unnötig mit der Schrotflinte. Ja, ja, habe ich schon vorher schon gesehen. War gar nicht so schlecht, dass ich hier reingegangen bin. Bisschen Gewehrmunition. So, ah, warte. Vielleicht nimmt Billy den Granatwerfer. Billy? Ja, weil das braucht zwei Plätze im Inventar. Genau. Ach, screw it. Die muss jetzt gesund sein. Ah, da ist ja... Ja, ich weiß, da ist eine verschlossene Tür. Wassermotiv. Interessiert mich nicht. Weiße Statue. Die gute Statue. Genau. Sonst war hier nichts mehr. Nö. Können wir wieder raus. Warte, dann gehe ich nochmal ein bisschen weiter zurück und schmeiß die weiße Statue in die Halle. Also in die Haupthalle. Nicht die Treppe hoch. Sonst so wünsche ich. Ja, unendliche Munition zum Beispiel. Unendliche Energie. Es gibt ja keine Action-Replay-Codes mehr. Ich glaube, das gab es nicht mal mehr zu PS3-Zeiten. Das war so PS1, PS2 noch. Schon ziemlich lang her. So, dich schon mal da drauf. Naja. Nicht ganz. Nicht ganz. Schau ich später nochmal hin. Jetzt erst einmal die Treppen wieder rauf zu dem Käfig. Das mit den Statuen mache ich später. Ja, 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 ja. Wenn ihr Lust habt dazu. Ne? Ist jetzt nicht so dringend. Das mit dem Käfig ist gerade dringender. Aber jetzt komme ich mal wenigstens ein bisschen voran. Das ist ja etwas. Ah, okay, ja. Passt schon da. Da brauchen wir Billy. Das heißt wiederum, Moment. Muss ich das hier umstellen? Ja, ja. Starten. Nur Billy ist stark genug dafür, ne? Nur Billy. Nur zur Sicherheit, nur mal schauen. Ja. Hätte ich nämlich gleich losgelassen. Können wir mal schauen, was unter dem Käfig lag. Was haben wir da? Nicht sicher. Anlageschlüssel. Okay, nehmen wir mit. Billy!
So, jetzt haben wir schon den zweiten Boss. Den Tausendfüßler. Bisschen mutierten. Ja, ja, ich höre dich schon. Und deswegen den Granatwerfer. Hm. Der war schon mal Fail hoch 3. Er ist verreckt. Au! Au! Bleibst du da? Ja, okay, nicht zu nah. So. Habe ich überhaupt noch Munition dafür? Nein. Und viel Munition generell habe ich auch nicht mehr. Zeig dich! Ja, jetzt haust du... Genau, rennst in meine Richtung. Ah, ich bin verletzt. Nicht so geil. Au. Ich renne natürlich noch rein, dass er mir schaden kann. Wo renne ich denn eigentlich hin? Jetzt. Final Shot. Rebecca! Are you all right? Yes, thank you. Der hat mir ein bisschen zu viel Munition braucht. Schluss mit Schabernack. Ja. Der hat mir viel zu viel Munition verbraucht, hey. Aha. Den Granatwerfer kann ich ja dann in die Haupthalle wieder schmeißen. Den brauche ich jetzt im Moment nochmal. Boah, jetzt sehe ich es gerade. Der ist auf kritisch. Boah, da habe ich ja mehr Glück als Verstand gehabt, hey. Warte. Oh, das hat aber nicht viel gebracht. Quatsch. So, okay. Ich glaube, da wäre ich jetzt fast drauf speichern, hey. Aha. So schaut's aus. Das war ein bisschen übel. Ich hätte nicht gedacht, dass der Tausendfüßler so viel Schaden macht. Müssen wir kurz auf Billy warten. Ich weiß ja schon, wo ich den Schlüssel verwenden kann. Ich weiß auch, was für einer ist. Und die Richtung müsste nämlich so oder so. Von dem her. Aber ich glaube, jetzt speichere ich erstmal. Ich brauche Kräuter, 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 hey. Und viel mehr Munition. Sonst überlebe ich das nicht lang. Mhm. Wo habe ich denn die andere Schrotflinte? Ah ja, okay. Hab ich in die Haupthalle geschmissen, genau. Kann ich mich wieder dran erinnern. So. Wollen wir mal. Ja, darauf muss ich einfach speichern. Kein Bock, den Kampf nochmal zu machen. Und bei Resident Evil Zero gibt es ja leider keine Continues. Bei Code Veronica gab es Continues, da hat das Ganze angefangen. Resident Evil 4 sowieso. Teil 5 und 6 auch. Aber bei den klassischen Resident Evil Spielen gab es einfach keine Continues. Wenn du nicht gespeichert hast, hast du verkackt. Ganz einfach. Folgendes, da mache ich jetzt hier einen kleinen Break. Sag mal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Abo da, Daumen hoch, teilt es mit Freunden, Bekannten. Und man sieht sich beim nächsten Mal wieder.